Sind Sie schon auf Wikisana? Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, heute zu unserem Format Naturmedizin. Duftstoffe in Kosmetik. Da gibt es natürlich auch die reinsten und die gesunden und dann gibt es auch die künstlichen. Und wir wissen ja immer wieder durch unseren Gast Helena Paulus, dass wir doch auch oft eine riesen Herausforderung haben, uns in den ganzen Inhaltsstoffen zurechtzufinden. Und dass wir heute mal das Thema auch ätherische Öle beleuchten und schauen, was sie auch wirklich in unserem Körper machen, warum es vielleicht auch eher ein Medizinprodukt ist und gar nicht so für die tägliche Kosmetikanwendung so ideal ist, das erfahren Sie heute. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Helena, schön, dass du wieder da bist. Hallo Corinna, vielen Dank, ich freue mich. Ja, du hast ja jetzt ein Buch geschrieben und ja, das finde ich ja phänomenal, vor allen Dingen eben für Kosmetikschulen oder eben auch für die Frauen und Männer zu Hause, um einfach sich in diesem ganzen Wirrwarr zurechtzufinden. Ja? Genau, es ist ein Buch, den wir wirklich, wir nennen, also der Titel ist Wenn Wissenschaft zur Schönheit wird. Das heißt, wir haben wirklich viele Studien hinterlegt, aber auch so lesbar gemacht, dass es jeder verstehen kann und dass er überhaupt mal begreift, was ist denn Pflege, was ist denn Nahrung für die Haut. Und ein Teil in diesem Buch ist eben Duftstoffen gewidmet, ja, weil da herrscht auch sehr viel Halbwissen und ja, einfach Dinge, die das da darf man sich einfach mal näher widmen. Ich finde es ja immer das Schöne bei der, gerade wenn du hier bist und über Kosmetik sprichst und wenn wir jetzt bei den Duftstoffen sind, dann können wir das ja auf so viele Lebensbereiche auch, weißt du, wenn du einen Joghurt aufmachst und der riecht brutal nach Erdbeere, ja. So, dann weißt du auch, nicht riecht, ja, was passiert ist, so ja. Oder eben unsere Waschmittel, mit denen so beworben wird, die noch ein halbes Jahr später danach riechen. Der ganze Kleiderschrank danach riecht. Ist zwar, erstmal denkt man, das wäre schön, man weiß aber nicht, was da alles. Und es ist aber auch so, allein, dass wir solche extremen Düfte, die kommen in der Natur so nicht vor, dass wir gelernt haben, solche, das ist ja überbordend, ja? Dass wir gelernt haben, das als angenehm zu empfinden, sagt viel darüber aus, wie sehr wir da in der Hinsicht konditioniert und erzogen wurden. Ja? Und was natürlich noch dazu kommt, was mir gerade einfällt, wir erkennen ja, ob wir genetisch kompatibel sind, um uns fortzupflanzen, so über den Duft. Ganz klar, im Tierreich ist es so, indem wir Menschen, bei uns ist es so, zum Beispiel Spürhunde haben zum Beispiel Probleme, eineiige Zwillinge aufzutun, ja, aber nicht Geschwister. Ja. Also unser Duft ist schon sehr individuell und wir arbeiten damit. Und wenn wir dann, und wie das funktioniert, das würde ich gerne mal jetzt nochmal sagen, ja, weil wir riechen mit unserer Nase. Aber die Information und ob wir das mögen oder nicht mögen, passiert eher in unserem Unterbewusstsein. Und warum das so ist oder warum ist das so? In unserer Nasenschleimhaut haben wir Millionen von Sinneszellen und darunter auch Riechzellen. Und wenn wir, egal mit was, ob wir einen Essensgeruch, ja, die Mama hat gekocht und es riecht angenehm für uns, oder wir sind in einem Lavendelfeld und es ist schön, ja, oder wir haben Zimtplätzchen, ne, und so weiter. Dass wir haben ja überall Gerüche um uns herum, eben auch in der Kosmetik und Parfümerien und so weiter. So, und dann meistens ist es ja abgespeichert. Unsere Sinne, wir haben ja den Tastsinn, den Sehsinn, den Riechsinn, den Geschmackssinn. Und die Sinne arbeiten, um uns ein Erlebnis zu geben. Das heißt, wenn ich jetzt zu Weihnachten ein Zimtplätzchen gegessen habe und wir haben Orangen aufgeschnitten und diese, und das ist heimelig und ich fühle mich wohl da und das ist einfach eine wunderschöne Situation, dann werde ich Zimtplätzchen, den Geruch als ganz positiv abspeichern, weil ich das in meinem Unterbewusstsein mit einem schönen Erlebnis verbunden habe. Genauso funktioniert das mit Düften, die für uns, die wir nicht so mögen. Ja, dann haben wir unter Umständen Erlebnisse gemacht, während eines Erlebnisses einen Geruch wahrgenommen, der uns an die negativen Aspekte erinnert. Ich habe da zum Beispiel ein Lieblingsbeispiel, das jetzt nichts mit der Nase zu tun hat, aber das ist mal verdeutlicht, wie sehr unsere Sinne uns konditionieren auch. Und da hat ein Psychologe gesprochen und er hatte eine Patientin, die wirklich sehr, sehr, sehr stark übergewichtig war. Und sie hatte eine immense Leidenschaft zu einer bestimmten Schokolade in einem roten Verpackung.
Sie war sonst nicht so anfällig. Das war ihr einziges wahrhaftiges Laster und es hat zu diesem immensen Übergewicht geführt. Und jetzt hat er als Psychologe versucht zu eruieren, warum ist das so? Und nach etlichen Sitzungen sind sie auf ein Erlebnis gestoßen. Sie war, das war ihre erste Liebe. Sie saßen auf einer Bank. Dieser junge Mann hatte einen roten Pulli an und sie teilten sich eine Schokolade. Hm. Und sie hat diesen Moment als einen solchen Glücksmoment abgespeichert, dass sie dieses über diese Schokolade in der roten Verpackung sich diesen Glücksmoment immer wieder wiederholen wollte. Und so ist es auch mit Düften. Ja, so ist es mit allen Sinnen. Und umso wichtiger, dass wir unseren Geruchssinn nicht kaputt machen, ja. Und wenn wir jetzt so auf die Kosmetik, also wenn sie nicht kaputt machen lassen, ja. Wenn wir jetzt auf die Kosmetik eingehen, da gibt es im Grunde genommen vier Arten von Ölen. Es gibt naturreine ätherische, also die zum Einsatz kommen, ja. Es gibt naturreine ätherische Öle. Das sind, die nennen sich deswegen so, weil sie aus einem Rohstoff, zum Beispiel aus einer bestimmten Wurzel, aus einer Rinde, aus einem Baum oder sonst irgendwas, extrahiert wurden. Und sie nennen sich dann so wie diese Ursprungsrohstoff, ja, Teebaumöl. Ja, zum Beispiel. Ne? Und sie nennen sich genauso. Dann gibt es natürliche ätherische Öle. Das sind Kompositionen aus verschiedenen naturreinen ätherischen Ölen. Dann gibt es naturidentische Öle. Das sind die, die nachgebaut sind nach dem Vorbild und die sollen so riechen wie das natürliche Vorbild. Und dann gibt es synthetische Öle. Das sind reine Fantasiedüfte. Die kommen in der Natur so gar nicht vor. Aber viele mögen sie. Und genau, und diese vier Düfte gibt es. Und für die Kosmetik, es wird ja sehr gerne auch in, sage ich mal, gerade mal in zertifizierte Biokosmetik, wird es als ein echter Mehrwert dargestellt, dass da ätherische Öle zum Beispiel als Duftstoff eingesetzt werden oder auch als ein Konservierungsstoff, ja, weil sie können auch konservieren. Das ist keine wirklich gute Idee. Und warum? Das ist deswegen so, weil ätherische Öle sind eigentlich quasi Medizinprodukte in Verkleidung. Sie haben unglaublich viele Wirkweisen und naturheilkundige Ärzte, Heilpraktiker, aber auch heute auf dem Markt können sich die Menschen einkaufen. Sie wissen, welche Wirkweise sie sich in etwa einkaufen. Und ich würde gerne mal positiv gegen negativ mal darstellen und einfach mal sagen, zum Beispiel ätherische Öle, die Vorteile erstmal. Die können zum Beispiel antimykotisch sein. Das heißt, sie greifen die Mitochondrienmembran der Pilze an und stören diese. Und das sind zum Beispiel Basilikumöl, Nelkenöl, Zitrusfrüchteöl, Knoblauchöl und noch ein paar mehr. Die haben auch unter anderem antivirale Fähigkeiten. Total toll, ja. Zum Beispiel australisches Teebaumöl, Eukalyptusöl, Thymianöl. Sie können entzündungshemmend, antioxidativ sein. Auch toll. Deswegen, es sind Wirkstoffe. Und wenn man sie in der Kosmetik einsetzt und durchaus gerne sehr gezielt, ja, dann wirklich nur wegen ihrer Wirkung, nicht wegen des Duftes, nicht wegen der konservierenden Eigenschaft, sondern wirklich nur deswegen. Und da sind zum Beispiel Kamillenöl, Eukalyptusöl, Rosmarinöl, Lavendelöl, dann generalisierte Angststörungen, die wirken sich auf das zentrale Nervensystem aus, zum Beispiel Lavendelöl oder Satureaöl. Und dann antibakteriell, Knoblauchöl, Ingweröl, Nelkenöl, Herzkreislauf regulieren, Bergamotteöl. Das sind die vielen, vielen tollen Eigenschaften. Es gibt noch viel mehr. Und es gibt eben auch die negativen. Zum Beispiel sind manche Öle, manche ätherische Öle auch hormonell wirksam. Und damit ich das hier richtig zitiere, greife ich hier auf zwei Studien zurück und möchte da mal die Quintessenz daraus geben. Und ich erkläre es dann auch nochmal, was da geschrieben steht. Also, die Ergebnisse unserer In-vitro-Studien deuten auf eine Dosis-Wirkungsbeziehung bei den Östrogenen und antiandrogenen Aktivitäten von Lavendelöl und Teebaumöl hin, was darauf hindeutet, dass die Anfälligkeit für Gynäkomastie oder andere Erscheinungsformen endokriner Störungen eine Exposition gegenüber einer Schwellendosis dieser Öle erfordern könnte. Ich erkläre es jetzt. Gynäkomastie ist, wenn eine gutartige Vergrößerung der Brustdrüsen bei Männern, wenn die Brust plötzlich weiblich aussieht. Und die ist eben auf Lavendelöl zum Beispiel und Teebaumöl zurückzuführen. Hat man da reinste ätherische Öle genommen oder künstliche? Weil das ist ja oft auch das Problem, weil man es nachher patentieren will Nein. Es geht wirklich um ätherische Öle. Und das ist eine Schwellendosis. Das bedeutet, man möchte eine Einsatzkonzentration geben, wo man sagt, bitte nicht mehr als das, weil
genau das dann passieren kann. Hier zum Beispiel auch hier, wir berichten über, das ist eine andere Studie, wir berichten über Fälle von der vorzeitigen Telarche, die sich nach Absetzen von lavendelhaltigen Duftstoffen, die in hispanischen Gemeinschaften häufig verwendet wurden, zurückbildeten. Der In-vitro-Nachweis östrogene und antiandrogene Eigenschaften von Bestandteilen ätherischer Öle legt nahe, dass ätherische Öle in diesen Fällen als mögliche Ursache in Frage kommen und unterstützen einen möglichen Zusammenhang mit der idiopathischen präpubertären Brustentwicklung. Also hier haben junge Mädchen ganz plötzlich große Brüste bekommen. Da haben sie auch die Brustdrüsen reagiert. Und es sind, sie sagt es ja auch hier, eben ätherische Öle, die da zum Einsatz kommen. Und als die abgesetzt wurden, konnte man wieder das rückläufig beobachten. Das ist eine der Sachen. Ich habe das mal jetzt mal genommen, weil das einfach finde ich, also wir reden viel über endokrine Disruptoren und in allen möglichen Bereichen von Lichtschutzfiltern, Konservierungsmitteln, aber das haben auch ätherische Öle. Und sie können auch venenauslösend sein, deswegen sollte das nicht jede Schwangere nehmen. Sie können blutdrucksenkend oder steigernd sein. Und jetzt denken wir mal an die vielen Millionen Menschen, die einen hohen Blutdruck haben und gar nicht wissen, dass dieses ätherische Öl da jetzt auf, das noch ein bisschen putscht. Ja? Sie können allergisierend sein. Und das ist jetzt echt interessant, weil zum Beispiel, die haben ja, die sind ja nicht umsonst wie ein Medizinprodukt quasi, ja, weil die haben ganz viele Inhaltsstoffe, die sich da sehr positiv auswirken können. Nehmen wir mal zum Beispiel Lavendelöl, das hat über 200 Stoffe. Das naturidentische nachgebaute Öl, das genauso riecht, hat zwei Hauptwirkstoffe und die zwei nimmt man und baut es nach. Also ein synthetisches Öl, ein naturidentisches Öl hat im Schnitt 2 bis 20 Komponenten, ein ätherisches Öl 100 bis deutlich viel mehr. Und das heißt, gerade, man kennt das auch gerade, wenn man das Allergierisiko ist bei naturidentischen deutlich geringer, weil viel weniger Bausteine als bei einem ätherischen Öl. Und ich will nicht sagen, dass man sie nicht nutzen soll. Im Gegenteil, nutze sie, die können dir ganz, ganz viele Vorteile bringen. Nutze sie gezielt für deine Gesundheit, lasse dich beraten, nutze sie so. Aber es geht hier wirklich nur um Duftstoff und Konservierungsstoff in der Kosmetik. Nicht, weil hier werde ich in so mit so vielen, also da braucht man eine gewisse Einsatzkonzentration. Und wenn ich das morgens und abends tagtäglich verwende in mehreren Produkten, dann habe ich eine hohe Dosis dieser Stoffe aufgenommen. Und das ist einfach nicht erforderlich. Und grundprinzipiell würde ich sagen, in der Kosmetik finde ich Duftstoffe eigentlich obsolet. Also die sind nicht nutzbar. Also wofür im Grunde genommen? Ja? Wir sind aber hinkonditioniert. Und das heißt, ich zum Beispiel finde es wichtig, also für einen Menschen, der richtig heftig, also ich meine, wenn manchmal, man geht an Menschen vorbei, diese Wolke, die ihnen hinterher schwebt, ja, die ist so immens, die merken es aber nicht mehr, weil wirklich die Riechzellen maximal gestört sind, ja. Oder zum Beispiel, wenn ich manchmal so im Sportstudio, wenn dann Deo gesprüht, wo ich denke, wow, also mir wird echt übel. Oder Duty Free, ich kann da nicht hingehen, mir wird super übel. Aber mir wird auch übel, wenn ich zu viel an ätherischen Ölen rieche. Das ist meine Reaktion darauf. Aber ich liebe ätherische Öle auch. Nur eben als Wirkstoff und nicht als Duftstoff. Aber klar, was macht man, weißt du, wenn du in so einen Kosmetikladen gehst oder Duft, man kriegt eine Creme gezeigt und was machen wir intuitiv? Wir riechen dran. Weil wir so konditioniert wurden. Und dann denken wir, der Geruch entscheidet über die Qualität. Ja, das stimmt, ja. Oh, die riecht super. Viele kaufen nur wegen dem Geruch. Genau, die Haut ist so weich jetzt in dem Moment. Ja. Und wir mögen natürliche Gerüche gar nicht mehr. Zum Beispiel kaltgepresste Öle haben ja einen natürlichen, charakteristischen Eigengeruch. Und wenn man dann pure Kosmetik, also pure ohne Duftstoffe nimmt, ist es für manche riechen nicht so viel, wie zum Beispiel Mandelöl ist ja zum Beispiel ein recht duftneutrales Öl. Aber es gibt welche, die riechen natürlich schon intensiver. Arganöl. Ja, zum Beispiel. Das ist so eins, wo jetzt auch nicht so das Highlight, weißt du, wo du nicht sagst, oh, wow. Aber das Schöne ist, sowohl der Duft als auch der charakteristische Eigengeruch eines Öles verriecht sich innerhalb von Minuten. Mhm. Ja? Das heißt, im Grunde genommen haben wir ein kurzes Dufterlebnis dafür und wir haben diverse Nachteile, die wir damit einkaufen. Und deswegen zum Beispiel für einen Hersteller, ich finde für die Menschen, weil wir nun mal sehr, sehr konditioniert wurden, wir können nichts dafür, wir sind so aufgewachsen, wir sind so groß geworden. Ja, klar. Und dass man die Möglichkeit gibt, umzusteigen, finde ich, ist es sinnvoll, Kosmetik mit
und ohne anzubieten und dann zu sagen, mit natürlich schon deutlich weniger beduftet, dass es nicht schon so overpowering ist und dann so überbordend und dann im zweiten Schritt zu sagen, hey, misch mal das Beduftete mit dem Unbedufteten und schrittchenweise immer weniger beduftetes, bis du bei dem Unbedufteten angekommen bist. Du hast diverse Vorteile. Du hast die Vorteile, dass du eben keine Allergisierungsmöglichkeiten hast, weil ich empfehle keinen der Duftstoffe wirklich. Aber wenn ich mich entscheiden muss, dann nehme ich naturidentische am liebsten, weil weniger Bausteine, weniger Allergisierungsmöglichkeiten. Aber die anderen negativen Eigenschaften können bei beiden vorhanden sein. So, und dann das Zweite, ich habe mehr Wirkstoff. Mag am Anfang wenig klingen, so im Produkt können 1-5% Duftstoffe sein. Also ich finde, 1% muss echt genügen, aber es kann eben viel mehr sein. Und wenn ich so viel Platz gebe, nur für diesen Moment, aber eigentlich möchte ich doch meine Haut nähren und ich möchte, dass sie schön ist und rosig und jugendlich und straff und dass die Falten sich, aus unverhungerter Haut, also die aus Haut, die Hunger hat, gebildeten und nicht die schönen Lachfältchen, die man dann hat, weil man das Leben genossen hat. Sondern, und das habe ich, das läppert sich, ja, wenn ich jetzt zum Beispiel nehme, ich nehme ein Serum, ein Elixier und ich nehme eine Creme und dann habe ich drei Produkte, wo jetzt zum Beispiel, das sind schon ein paar Prozent mehr Wirkstoff und das macht was aus. Plus, es verriecht sich ohnehin und ich werde dann, also wenn man sich einmal umkonditioniert hat, dann schätzt man diese, oh, dann ist es wirklich so schön, wenn man wieder diese natürlichen Gerüche wahrnimmt und man hat auch dieses gute Gefühl, weil man weiß, hier tue ich wirklich nur Gutes und nichts Schlechtes, ja. Und deswegen, ich würde weder noch an ätherischen, weder, ich würde sagen, wenn du es kannst, geh gleich auf natürlich, aber für die es schwer ist, ist es vernünftig, auch etwas mal beduftet zu haben, dass sie einen Einstieg finden, ja. Ein Einstieg in weniger beduftet und dann immer weniger, weniger und dann, ja. Und sich dann auch wieder rückzukonditionieren, oder? Um back damit, to the roots. Ja, ein bisschen Sensitivität auch wieder. Und dann ist es so, dann geht es den Menschen so, wie es mir geht. Es war nicht immer so in meinem Leben, dass ich Gerüche nicht haben konnte. Auch ich war konditioniert. Aber wenn ich heute, also ich mache einen großen, großen Bogen um Duty Free, weil mir wirklich sofort übel wird, ja. Und wenn ich ätherische Öle nutze, die ich ja auch privat und persönlich als für bestimmte Thematiken nutze, dann nutze ich sie sehr gezielt. Ich habe meine Tropfenzahl, die ich nutze, oder ich rieche mal daran. Und es wird sehr, sehr bewusst und gewählt genutzt. Aber wenn ich es in einem Kosmetikprodukt habe, gar keine Wahl darüber, weil es ist drin in einer hohen Konzentration und ich kenne nicht alle Eigenschaften dieses Öles und vielleicht ist es gar nicht so sinnvoll für mich, ja, vielleicht bin ich sowieso schon, habe zum Beispiel einen hormonell wirksamen Brustkrebs, hormonellen Brustkrebs oder sogar, viele Leute haben, ja, wir haben ja eine steigende Rate oder habe sonst irgendwelche hormonellen Störungen in Wechseljahren oder in der Pubertät oder und kommen dann noch mit einer hormonellen Wirkung eines ätherischen Öls on top. Wozu? Ja, ja. Nur für das Dufterlebnis? Nein. Als Wirkstoff, weil es dir gut, weil du es gezielt ausgesucht hast, weil du dich das beraten lassen? Ja. Ja. Also schön. Bewusstes Wählen. Nicht verteufeln. Wissen wo und wann. Und dann ist es toll. Das war jetzt ein schönes Schlusswort. Ja. Ja, aber wenn die Leute sich wirklich da nochmal reinlesen wollen oder informieren möchten, was hast du denn alles für Möglichkeiten oder was gibt's denn eigentlich auch für Produkte oder wie bauen die aufeinander auf oder ist es individuell oder? Also wenn es rein, also wenn es jetzt um uns geht, wir haben das Hautorgan von oben bis unten abgeholt, sei es von der Kopfhaut über die Gesichts- und Körperhaut, über die Schleimhaut, das heißt Zahnpasta zum Beispiel. Und ja, die bauen aufeinander auf und sind aber auch mischbar und sie sind konzipiert, um zu nähren und die Haut sukzessive aufzubauen und sie wieder in ihr Bestes selbst zu bringen, dass sie sich erstmal von all dem entledigen kann, was sie bisher so gesehen hat, an Füllstoffen, an Schadstoffen, an allen möglichen, also ich meine 8000 Stoffe in der Kosmetik, da hat sie echt viel gesehen. Ja? Und wenn man es mal weiß, dass eine Frau von heute nur durch die Pflege mit 150 Chemikalien pro Tag in Berührung kommt, ein Mann im Schnitt 100, und da sind wir noch nicht bei den Waschmitteln, noch nicht bei allem, was anderes. Ich wollte gerade sagen, das ganze Zeug, was wir anhaben, geht ja auch alles. So ist es, ja. Und das ist schon eine riesige Bandbreite. Und deswegen sollte man wirklich, also ich finde auch chemische, nachgebaute, nicht förderliche Stoffe sollten sowieso nicht in Kosmetik sein, sondern wirklich Essen. Ja, Essen für die Haut. Ja, wie so ein Buffet.
Ja, und das kann man, wenn man sich da informieren möchte, wenn man auch sich einfach mal belesen möchte und mal für sich schauen möchte, www.relight-delight.de. Mal, da gibt's viel zu lesen. Wenn man sich weiter informieren möchte, kann man einen Beratungsgutschein buchen. Und dann, wenn es einen anspricht, seine Wege gehen. Sehr schön. Damit. Vielen lieben Dank, Helena, dass du da warst. Sehr gerne. Und ich freue mich immer wieder, wenn du kommst, weil ja, es ist immer wieder so ein Baustein, der dazukommt. Und freue mich auch das nächste Mal auf dich. Ist auch für mich so. Ich lerne auch immer noch dazu. Danke dir. Danke auch. Liebe Zuschauer, ja, wunderschön wieder, was wir wieder dazu gelernt haben, vor allen Dingen gerade zum Thema Duftstoffe, dass wir da auch wieder ein bisschen zurück zur Natur kommen dürfen und eben diese überlagernden Düfte, die da unserem Kopf vielleicht doch nicht so gut tun, mal wieder reduzieren dürfen. Ich bedanke mich sehr fürs Zuschauen. Bis bald und tschüss.